Willkommen bei Next Move. Heute geht es um ein unschönes Thema: Fördermittelbetrug beim Umweltbonus. Wir zeigen eine dreist aufgebaute Betrugsmasche, bei der ahnungslose Kunden von Händlern ohne ihr Wissen in einen Subventionsbetrug hineingezogen werden. Es geht möglicherweise um über 100 Fälle. Das entspricht einer 500.000 Euro an Fördermitteln. Wir zeigen, wie du betrügerische Angebote auf den ersten Blick erkennst und nicht in diese Falle tappst. Los geht's! Mein Name ist Stefan Möller, Geschäftsführer von Next Move und euer Experte für alle Fragen rund ums E-Auto. Unsere Mission ist es, die Elektromobilität voranzutreiben. Deswegen berichten wir reichweitenstark auf YouTube und begleiten dich auf deinem Weg zum E-Auto. Außerhalb von YouTube vermietet Next Move rund 400 E-Autos deutschlandweit an 12 Standorten für den persönlichen Alltagstest. Du bist nicht sicher, ob ein E-Auto zu deinen Anforderungen passt? Probier's am besten selbst mal aus. Über eine Miete oder unser Abo kannst du es unkompliziert und flexibel testen, ohne das Risiko eines Fehlkaufs. Im Alltag erfährst du die Vorteile und kannst vermeintliche Probleme selbst beurteilen. So findest du für dich das optimale Auto. Heute geht es darum, wie du eine fiese Falle beim E-Autokauf erkennst und vermeidest. Zum Stichtag Erstzulassung 4. Juni 2020 wurde der Umweltbonus in Deutschland verdoppelt. Für vollelektrische Fahrzeuge unterhalb 40.000 Euro Netto-Listenpreis des jeweiligen Basismodells gibt es jetzt bis zu 6.000 Euro staatliche Prämie, für junge Gebrauchte bis zu 5.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, das nicht nur Käufer anlockt, sondern auch Betrüger. Ganz nebenbei führen solche hohen Förderungen natürlich auch zu Verwerfungen am Markt. Stichworte sind Restwerte, Gebrauchtwagenmarkt, Leasinggesellschaften, Auslandsgeschäfte. Viele E-Autos sind durch die hohe Prämie in Deutschland günstiger als im Ausland. Das führt dazu, dass Autos nach Ablauf der Haltefrist von 6 Monaten zum Teil ins Ausland direkt durchgehandelt werden. Dieses Vorgehen mag fragwürdig erscheinen, ist aber legal, solange der rechtliche Rahmen eingehalten wird. Solche Abflüsse ins Ausland nimmt der Fördermittelgeber offenbar in Kauf, vielleicht auch um heimische Hersteller und Händler zu stärken. Wäre das nicht gewünscht, gäbe es in den Förderbedingungen eine längere Haltefrist. Zum 16. November wurde übrigens die Haltefrist für Leasing auf 2 Jahre verlängert. Wer kürzer least, bekommt weniger Förderung. Aber eben nur bei Leasing. Für Barkauf und Finanzierung liegt die Haltefrist unverändert bei 6 Monaten. Ein zweiter Effekt ist, dass beliebte Modelle durch die Prämie so günstig geworden sind, dass sie mehr oder weniger ausverkauft sind. Ein Beispiel dafür sind die Drillinge aus dem VW-Konzern, die lange Zeit nicht bestellbar waren. Konkret der VW e-Up, Seat Mii und Skoda Citigo. Seat hatte Ende Januar kurz die Bestellbücher geöffnet, aber den Mii schon nach wenigen Tagen wieder von der Homepage gelöscht. Und genau diese Marktlücke wollen einzelne Händler mit betrügerischen Mitteln möglichst lukrativ besetzen. Die Händler versuchen durch unzulässige Gestaltung den Umweltbonus für den Kunden zu erschleichen. Das ermöglicht es, die Fahrzeuge teuer im Markt zu platzieren. Wir haben Belege für einen solchen Kauf vorliegen. Allein dieser Händler hat noch sehr viele vergleichbare Fahrzeuge im Angebot. Ich habe aber auch noch weitere Angebote anderer Händler gefunden, dazu später. Schauen wir uns ein solches Angebot und den Werdegang des Verkaufs an, denn auch ich habe da einfach mal angefragt. Ich interessierte mich für einen Neuwagen Skoda Citigo Best of in Blau für 23.450 Euro. Im Angebot heißt es, BAFA-Förderung von 6.000 Euro noch möglich. Ich frage an, schreibe, was man halt so schreibt und weiter. Ist beim Preis der Herstelleranteil zum Umweltbonus bereits abgezogen? Sonst bekomme ich doch keine Förderung. Schauen wir auf die Zahlen. Ist das Angebot zu diesem Preis förderfähig? Was darf das Auto maximal kosten? Die Ausstattung Best of ist quasi eine Vollausstattung, nur Kleinigkeiten sind noch konfigurierbar. Basispreis 21.000 netto, Herstelleranteil minus 3.000 netto, plus Metalliclackierung 500 Euro, plus Überführung ca. 600 Euro, plus Mehrwertsteuer macht 22.729 Euro und damit wäre das Angebot des Händlers eigentlich ca. 700 Euro zu teuer. Der Händler schrieb mir auf meine Anfrage, da es sich bei dem Skoda Citigo um ein Neufahrzeug handelt, können Sie eine BAFA-Förderung von 6.000 Euro beantragen. Sehr gern würde ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch den Werdegang erläutern. Erläutert wurde mir dann, dass es sich um einen Reimport eines EU-Fahrzeugs handelt und man über eine angepasste Rechnungsstellung eine Förderfähigkeit ermöglicht. Der Verkäufer hat das Thema im Telefonat dann eher umschifft und allgemein abgehandelt. Man habe viele von diesen Autos, die man ja normal nicht mehr kaufen kann. Etwas klarer wird der Sachverhalt bei anderen Angeboten des Händlers.
Wir nehmen das gleiche Auto, etwas billiger. Ich finde ein Angebot ca. 1000 Euro günstiger bei gleicher Ausstattung für 22.500 Euro. Im Angebot steht eine Erstzulassung von September 2020 und 25 Kilometer auf dem Tacho, also vermutlich eine sogenannte Tageszulassung. Im Angebot heißt es weiter, BAFA-Förderung noch möglich und nicht im Angebotspreis berücksichtigt. Wir unterstützen Sie gern bei der Umsetzung des Förderantrages. Hier wird also nicht mehr von 6.000 Euro gesprochen, sondern allgemein von BAFA-Förderung. Im Sinne des Gesetzes handelt es sich jetzt aber um einen Gebrauchtwagen oder um eine sogenannte Zweizulassung. Dafür gibt es 5.000 Euro, aber es gilt einiges mehr zu beachten. Wir prüfen das mal. Das Fahrzeugmodell muss sich auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge befinden. Check. Das Fahrzeug muss nach dem 4. November 2019 oder später erst zugelassen sein. Die Erstzulassung kann auch in einem anderen EU-Staat erfolgt sein. Davon gehen wir aus. Check. Das junge gebrauchte Fahrzeug darf maximal 12 Monate erst zugelassen gewesen sein und darf eine maximale Laufleistung von 15.000 Kilometern aufweisen. Check. Das Fahrzeug muss im Inland mindestens 6 Monate auf den Antragsteller zugelassen bleiben. Das haben wir vor. Check. Für die Gebrauchtfahrzeuge muss der Förderantrag spätestens 12 Monate nach der zweiten Zulassung gestellt werden. Check. Das junge gebrauchte Fahrzeug kann mit der Innovationsprämie, in Klammern Verdoppelung des Umweltanteils, bezuschusst werden, wenn die Erstzulassung nach dem 4. November und die Zweitzulassung nach dem 3. Juni 2020 und bis zum 31. Dezember 2021 erfolgt und beantragt wurde. Check. Das Gebrauchtfahrzeug darf nicht bereits durch den BAFA-Umweltbonus gefördert werden. Check, das würde ich mir aber schriftlich bestätigen lassen, dass auch im Ausland keine ähnliche Förderung erfolgte. Achtung, jetzt wird's spannend. Der maximale förderfähige Brutto-Gesamtfahrzeugpreis für Gebrauchtfahrzeuge beträgt wegen des typischen Wertverlusts auf dem Wiederverkaufsmarkt 80% des Listenpreises des Neufahrzeugs, brutto inklusive Sonderausstattung. Davon ist der Bruttoherstelleranteil noch abzuziehen. Übersteigt der Kaufpreis Ihres Gebrauchtfahrzeuges den maximalen förderfähigen Brutto-Gesamtfahrzeugpreis, ist eine Förderung ausgeschlossen. Oha, klingt kompliziert, wir rechnen nach. Basispreisliste 21.000 netto, Metallic 500, Überführung 600 Euro plus Mehrwertsteuer, macht neu brutto 26.300 Euro. Jetzt zunächst 20% Rabatt auf alles, bleiben 21.040 Euro. Und jetzt muss auch noch der Herstelleranteil runter. Netto 2.500, brutto sind das 2.975 Euro, bleibt ein förderfähiger maximaler Verkaufspreis von 18.064 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unser Angebot lag aber bei 22.500 Euro, also über 4.000 Euro zu teuer für den vom Händler versprochenen Umweltbonus. Jetzt kommt die Kreativität des Händlers ins Spiel. Dem Kunden wurde im Verkaufsprozess und in der Angebotsgestaltung eine BAFA-Fähigkeit zugesichert. Der Kunde unterschreibt also einen Kaufvertrag. Ein solcher Kaufvertrag einer anderen Ausstattung liegt uns vor, eine Tageszulassung für 22.950 Euro, im konkreten Fall damals noch mit 16% Mehrwertsteuer. Und jetzt wird eine Unterschrift unter dem Kaufvertrag fällig. Nach der Unterschrift ist der Kaufpreis zu überweisen. Im Nachgang bekommt der Kunde dann eine Rechnung, die ganz anders aussieht, nämlich so. Statt der gezahlten 22.950 Euro stehen auf der Rechnung nur 15.350 Euro. Und der Händler kennt sich mit dem Gesetz sehr gut aus und schlüsselt im Zusatztext auf der Rechnung genau auf, wie das mit dem Listenpreis, dem Rabatt und dem Herstelleranteil aussehen muss, um die gesetzlichen Vorgaben zum Umweltbonus scheinbar zu erfüllen. Die Abweichung zu meiner Beispielrechnung basiert darauf, dass der Händler keine zusätzlichen Kosten für Farbe und Überführung mit ausweist, um das BAFA nicht zu verwirren. Und es ist zudem ein günstigerer Basispreis angesetzt. Billiger als auf der BAFA-Liste angesetzt geht übrigens immer, nur teurer darf es nicht sein. Die Mehrwertsteuer wurde ja inzwischen auch geändert, aber das sind Peanuts, die Differenz ist so oder so riesig. Aber was passiert mit der Preisdifferenz? Der Händler hat das Geld ja auf seinem Konto. Dafür gibt es eine zweite Rechnung. Im konkreten Fall sind das 7.600 Euro, deklariert als Sonderkosten für Fahrzeugbeschaffung. Damit dann beim Umweltbonus auch wirklich nichts schief geht und der Käufer nicht vielleicht die falsche Rechnung mit hochlädt, übernimmt der Händler freundlicherweise auch die Einreichung des BAFA-Antrags. Auch der VW ID.3 scheint massiv betroffen von dem Betrugsskandal. Ihr erinnert euch vielleicht an die Greenpeace-Studie, dass VW im Dezember unbedingt ganz viele E-Autos noch zulassen musste. Und das nicht nur in Deutschland, offenbar auch in unseren Nachbarländern.
Und jetzt schlagen diese Autos auf dem heimischen Markt wieder auf, weil in Deutschland gibt es ja eine E-Auto-Prämie. Da könnte man sowas ja hier im Lande vermarkten. Denken sich da offenbar einige Händler. Beispiel Nummer 1. Ein weiterer Zuschauer hat sich gemeldet und mir geschwärzte Dokumente seines Kaufs per E-Mail gesendet. Ich möge doch bitte mal drauf schauen. Das Auto hatte er schon gekauft, aber beim Einarbeiten in die Sachverhalte zum BAFA-Antrag waren ihm Zweifel gekommen. Und er wollte so keinen Antrag stellen, da er dort ja als Begünstigter die Richtigkeit der Angaben per unterschriebener Erklärung bestätigen muss. Ich habe mir ja über die Fahrgestellnummer des Autos nochmal die Ausstattung und den Listenpreis geprüft und konnte den Sachverhalt dahingehend auflösen, dass es tatsächlich größere Probleme gibt, für das Auto, so wie gekauft, eine Prämie zu beantragen. Gekauft wurde eine First Edition Plus, Listenpreis knapp 46.000 Euro, gezahlt hat der Kunde knapp 40.000 Euro. Der Trick des Händlers, vielleicht ja aber auch ein Irrtum, das wird gerade geklärt, ist, dass der Kunde eine Anzahlung von 5.000 Euro in bar geleistet hat, gegen Quittung versteht sich. Der Kaufvertrag liefert den Beweis, dort quittiert der Händler den Erhalt des Betrages. Diese 5.000 Euro bleiben dann aber auf der finalen Rechnung des Fahrzeuges komplett unerwähnt. Normalerweise würde man sie als Anzahlung abziehen. Und zusammen mit 1.150 Euro Überführungskosten drückt der Händler so den Endpreis mutmaßlich manipulativ unter die Fördergrenze. Auf Nachfrage schrieb der Händler dem Kunden: Sie laden nur die Rechnung mit den 34.797 Euro hoch. Die separate Rechnung über die 5.000 Euro ist nur für Sie. Ich habe es nochmal ausgerechnet. Wenn ich also 20% Rabatt abziehe und den Herstelleranteil zum Umweltbonus abziehe, darf das Auto Endkundenpreis, damit er förderfähig ist, nur 33.821 Euro kosten. Der Händler drückt ihn auf der rechten Seite dargestellt mit den 5.000 Euro und den Überführungskosten unterhalb dieser Grenze auf 33.647 Euro manipulierter förderfähiger Preis. Wie sieht das entsprechende Angebot aus? Woran erkenne ich, dass etwas nicht stimmt? Im konkreten Fall ist das nicht so einfach. Denn das Auto wird online zum reduzierten Preis zum Kauf von knapp 35.000 Euro angeboten, also nicht 40. Im Text heißt es lediglich lapidar, inklusive aller Prämien. Tja, kriege ich ihn nun für 35 oder muss ich 40.000 zahlen? Aber Achtung, es kommt noch härter. Aus Betrügersicht gesprochen, es geht noch besser. Beispiel Nummer 2. Ein VW ID.3 für 31.990 Euro. Auf den ersten Blick erscheint dieses Angebot durchaus günstig, denn das Auto hat einen Listenpreis von über 41.000 Euro. Aber wir haben genauer hingeschaut und der Fall ist aus unserer Sicht eindeutig. Hier der Faktencheck. Wir haben ein ID.3 Pro Performance Live mit den Zusatzausstattungen, die ich mir aus dem Inserat geholt habe. Ergibt sich im Listenpreis 41.326 Euro. Müsste ein förderfähiger Gebrauchtwagenpreis von 30.085 Euro übrig bleiben, um 5.000 Euro BAFA beantragen zu können. Das Händlerangebot ist gar nicht so weit weg, 31.990 Euro, aber da sind ja die 5.000 Euro schon abgezogen. Das heißt, der theoretische Verkaufspreis liegt fast 7.000 Euro darüber, bei knapp 37.000 Euro, wie wir es euch hier zusammengestellt haben. Aber hier will der Händler auf Nummer sicher gehen und keine Dokumente an die Kunden geben und hält den Kunden außen vor. Damit also auch beim vermuteten Betrug nichts schief geht, ist der Ablauf in diesem Angebot wie folgt beschrieben. Die Innovationsprämie der BAFA wurde beim Angebotspreis bereits in Abzug gebracht und kann vom Kunden nicht mehr gesondert beantragt werden. EU-Fahrzeugen mit Tageszulassung in Österreich und anschließender 6-monatiger Kurzzeitzulassung auf unser Autohaus. Aber ihr habt es gesehen, die Zahlen zeigen klar, der Preis ist fast 7.000 Euro von einer Förderfähigkeit entfernt. Selbst wenn der Händler hier noch Kosten für Versicherung oder auch Überführung in Abzug bringt, kommt das nicht hin. Auch wenn ein Ausstattungsmerkmal fehlt, 7.000 Euro sind einfach zu viel, dass dieses Angebot legal wird. Positiv gesprochen könnte man hier aber sagen, bei dieser Masche seid ihr als Kunde außen vor. Aber ist das nun einfach nur clever gemacht und die Ausnutzung eines Schlupflochs? Oder ist sowas verboten? Schauen wir doch mal ins Subventionsgesetz. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils maßgebend. Ein Missbrauch liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen unangemessene Gestaltungsmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder einen Subventionsvorteil für sich oder einen anderen in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen,
obwohl dies dem Subventionszweck widerspricht. Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzungen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils in einer dem Subventionszweck widersprechenden Weise künstlich geschaffen werden. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt. Und so manch Käufer eines Autos kommt durch die Rückforderung der eigentlich fest in der Anschaffung einkalkulierten Förderung möglicherweise tatsächlich in wirtschaftliche Not, es sei denn, der Händler ist in der Lage, den Schaden zu ersetzen. Ich bin ja kein Rechtsexperte, aber für mich klingt der Fall ziemlich eindeutig. Oder was meint ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben dem betroffenen Kunden empfohlen, sich anwaltlich Rat zu holen, den Antrag zurückzuziehen und die 5.000 Euro beim Händler einzutreiben. Doch jetzt zum Wichtigsten, nämlich dem Grund für dieses Video. Wir wollen dich und jeden in die Lage versetzen, solche Angebote zu erkennen und zu meiden, denn am Ende sitzt du mit im Boot und auch nach Auszahlung kann das BAFA Bescheide widerrufen. Teile das Video bitte mit Freunden, die überlegen, sich ein E-Auto zu kaufen. Wenn du meinst, dass unser Hinweis auf dieses Problem wichtig und richtig ist, dann abonniere bitte auch unseren Kanal. Wir packen hier auch die heißen Eisen an und mehr Kanalreichweite hilft uns, mehr Druck aufzubauen, um die Elektromobilität voranzubringen. Wir zeigen jetzt einige Angebote, bei denen dir sofort die Alarmglocken schrillen müssen, weil zu teuer für die Förderung, aber trotzdem wird mit dem Umweltbonus geworben. Ein Seat Mii angeboten bei mobile.de, EU-Ausführung für 23.200 Euro. In der Beschreibung heißt es: EU-Fahrzeug mit Tageszulassung, Sie können noch die BAFA-Prämie in Höhe von 5.000 Euro beantragen. Oder hier Skoda Citigo für 21.790 Euro. Die BAFA-Prämie in Höhe von 5.000 Euro ist im Preis noch nicht berücksichtigt. Ob die Angebote an sich schon einen Betrug darstellen, denn auch der Versuch ist ja strafbar, oder nur unlautere Wettbewerb möglicherweise aus Unkenntnis, das mag ich nicht zu beurteilen. Wir kennen aber auch andere Beispiele. Ein VW-Händler hat in Unkenntnis der Rechtslage einen E-Golf mit Tageszulassung verkauft. Dem Kunden wurde die staatliche Förderung in Aussicht gestellt, aber wegen des zu geringen Preisnachlasses war das Auto nicht förderfähig. Keine Förderung und keine unzulässige Gestaltung heißt natürlich auch kein Betrug, zumindest nicht am Steuerzahler. Ich hatte dem Kunden den Sachverhalt erläutert, er hat daraufhin das Autohaus angeschrieben und das Autohaus hat den Betrag aus Kulanz übernommen. Wir hatten in den Next News darüber berichtet. Die Händler mit dubiosen Angeboten in Verbindung mit Vorsatz sind übrigens in der Regel keine Vertragshändler der jeweiligen Marken, sondern freie Autohäuser. Aber du musst wirklich genau hinschauen, denn teilweise haben auch markengebundene Autohäuser noch Restkontingente oder Bestellvorlauf an Lagerwagen dieser Modelle, die ganz normal als Neuwagen für den deutschen Markt vorgesehen sind. Sprech die Händler offen auf das Problem an. Die wichtigsten Stichworte sind ohne Zulassung und hergestellt für Deutschland. Und nicht jeder reimportierte Neu- oder Gebrauchtwagen ist ein unseriöses Angebot. Ihr müsst nur genau hinschauen und die richtigen Fragen stellen und gegebenenfalls vorab eine Musterrechnung für das Fahrzeug euch senden lassen und sie selbst prüfen. Wenn euch ein Händler einen importierten Neuwagen anbietet, der folgende Kriterien erfüllt, dann sehe ich formal kein Problem, das Auto zu kaufen. Entweder ein beliebiger Preis und eine beliebige Ausstattung und der Wagen wird als nicht förderfähig angepriesen und ihr kauft ihn einfach so. Zum Beispiel dieses Angebot für 17.990 Euro. Dort steht sogar in der Beschreibung: Hinweis, bei dem angebotenen Fahrzeug handelt es sich um eine europäische Tageszulassung. Der Umweltbonus der BAFA kann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Oder hier Skoda Citigo 18.950 Euro. Im Angebot heißt es, keine BAFA-Prämie mehr möglich. Es geht also auch ehrlich. Oder das Fahrzeug ist ausstattungs- und preisgleich zu deutschen Neuwagen. Der Händler berechnet branchenübliche Überführungskosten, also bei Kleinwagen immer unter 1.000 Euro. Das Fahrzeug hat im Heimatland keine Förderung erhalten und der Händler gibt den nötigen Rabatt von 20% zuzüglich 2.500 Euro Netto-Herstelleranteil und das Fahrzeug erfüllt die zuvor genannten Kriterien. Und auch der eingangs beschriebene Neuwagen war ja nach meiner Rechnung nur 700 Euro zu teuer für ein sauberes Geschäft. Wer wird betrogen? Der deutsche Staat und damit der Steuerzahler. Natürlich auch die ehrlichen Händler im Wettbewerb. Und der Kunde, der in Unkenntnis der Sachlage vom Händler in den Subventionsbetrug hineingelockt wurde. Denn der normale deutsche Autokäufer kennt ja all diese Details nicht.
Auch in den Medien wird oft nur sehr verkürzt über die Gebrauchtwagenförderung berichtet. Insofern sehe ich beim Kunden keine Absicht als Grundmerkmal zum Tatbestand eines Betrugs. Etwas anderes wäre es, wenn Nextmove als Flottenbetreiber so ein Auto kaufen würde. Als ich die ersten Schilderungen gehört habe, wusste ich sofort, das geht so nicht. Wenn ich als Unternehmer also in so einen Deal gehen würde, dann wäre ich mit meinem Kenntnisstand natürlich Mittäter. Inzwischen haben die Hersteller der kleinen Drillinge übrigens angekündigt, die Fahrzeuge auch selbst wieder als Neuwagen für Kunden anzubieten und ihre Bestellbücher zu öffnen, allerdings vermutlich nur in begrenzter Stückzahl und meist als Sondermodell in Vollausstattung. Denn mehr Ausstattung heißt auch mehr Marge. Auf diesem Weg versuchen die Hersteller mit legalen Mitteln ihr Stück vom Förderkuchen etwas größer zu schneiden. Wenn das Video für dich interessant war, dann gib ihm gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns am Freitag 18 Uhr in den Next News, Deutschlands meistgesehener E-Mobility-Nachrichtensendung. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, dann schau dir zum Einstieg doch gerne die Sendung von letzter Woche an. Bleib gesund und fahr elektrisch.